Demokratie lebt vom öffentlichen Diskurs und der argumentativen Auseinandersetzung mit verschiedenen Problemlösungsangeboten. Zitat Ende. So beschreibt der Beschluss, mit dem die Enquete-Kommission 3, über die wir heute reden, vor gut 2,5 Jahren eingesetzt wurde, den idealen Zustand einer demokratischen Gesellschaft. Man könnte es auch etwas weniger sperrig und viel schöner sagen, so wie George Orwell, Zitat, wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann vor allem das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Aber wurde diese Kommission, die schließlich den Begriff Demokratie im Namen trägt, ihrem eigenen Anspruch gerecht? Wir wissen es, Sie wissen es und die Leute im Land ahnen es. Leider nein, leider gar nicht. Aufgabe der Kommission, über die wir hier berichten, war es, gemeinsam zu diskutieren und Argumente über die besten Ideen auszutauschen, um Demokratie in unserem Land voranzubringen. Es sollte etwa um Lösungen für ein attraktiveres kommunales Ehrenamt, die bessere Beteiligung von mehr Menschen an demokratischen Entscheidungen und politische Bildung gehen. Und das ist zum Teil auch gelungen, denn es wurde an vielen Stellen gut zusammengearbeitet. An noch mehr Stellen ist jedoch wohl überwiegend Geschwurbel herausgekommen. Für uns als AfD-Fraktion lässt sich jedenfalls ein Fazit ziehen, das sehr gut in einer Meldung der Deutschen Presseagentur von vorgestern zusammengefasst wird. Zitat: Ungewöhnlich für eine fraktionsübergreifend zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen arbeitende Enquete-Kommission, die üblicherweise mit einzelnen abweichenden Sondervoten auskommt, die AfD-Opposition hat gegen den Abschlussbericht gestimmt. Die Zusammenarbeit habe massive demokratische Mängel gehabt und sei keineswegs konstruktiv und kompromissgeleitet gewesen, kritisierte der Abgeordnete Roger Beckamp, das bin ich. Aus Prinzip sei jeder Vorschlag der AfD abgelehnt worden. Zitat Ende. So ist es. So wollte die AfD-Fraktion im Rahmen einer Handlungsempfehlung bürgernahe Programme wie Jugend im Rathaus in Nordrhein-Westfalen einführen. In Wiesbaden läuft dies seit Jahren erfolgreich. Dies soll unmittelbaren Kontakt zu allen kommunal vertretenen Parteien ermöglichen. Die jungen Leute sollen sich selbst eine Meinung bilden durch eigene Anschauung. Zustimmung der anderen Fraktionen? Fehlanzeige. Oder wir schlugen neutrale und überparteiliche Sendeformate auf YouTube und Instagram und sonst was vor zu Themen Demokratie und Partizipation. Zustimmung der anderen Fraktionen? Fehlanzeige. Oder aber wir schlugen zu Beginn einer neuen Amtsperiode kommunaler Mandatsträger einen Begegnungstag mit Verwaltungsangestellten der jeweiligen Gemeinde vor. Zustimmung der anderen Fraktionen? Sie ahnen es, Fehlanzeige. Andererseits zeigten die anderen Fraktionen auch mit ihren eigenen Vorschlägen, was sie von Transparenz und Partizipation halten. So wollen sie kleinen Parteien auf kommunaler Ebene den Fraktionsstatus erschweren. Dafür wollen sie die Gemeinde- und Kreisordnung in NRW ändern. Besonders für die kranke Tante SPD dürfte dies vielleicht bald ein Boomerang sein. Wie Wind in Altpapier an einem sachlichen Diskurs gelegen ist, zeigte auch das Abstimmungsverhalten bei einer Handlungsempfehlung zu kommunalen Mandatsträgern mit Behinderungen. Da sie vermeintlich aus der Feder der AfD stammte, sollte sie abgelehnt werden. Und jetzt die Schöne wollte. Und genau so war es, Sie wissen es ja. Dann jedoch merkte man, dass es sich um ein redaktionelles Versehen handelte und es tatsächlich nicht um unsere Handlungsempfehlung ging, sondern um einen Vorschlag der Grünen. Daraufhin änderten alle Fraktionen in großzügiger Weise ihre Meinung sofort um 180 Grad und stimmten zu. In der Scheindemokratie der hier versammelten Fraktionen ist offenkundig maßgeblich, wer etwas sagt und nicht was man sagt, meine Damen und Herren. Und bei der wiederholten Lobhudelei, wir hatten es eben noch mal gehört von den Grünen, für die Bürgerräte handelt es sich tatsächlich um eine Nebelkerze. Es geht eben nicht darum, dass die Bürger entscheiden. Aber genau das wäre richtig. Etwa, wenn es um eigene Angelegenheiten der Parlamente geht. Etwa um die Größe der Parlamente. Das könnten ja die Bürger entscheiden. Oder um das Geld für die Abgeordneten. Nein, das entscheiden wir. Das wäre mal eine Maßnahme für Entscheidungsbefugnis für Bürger, eine Idee für die Enquete-Kommission. Aber nein. Aber bei all dem habe ich dennoch wichtige Erkenntnisse aus der Arbeit dieser Kommission gezogen. Insofern möchte ich abschließend den letzten Satz des Beschlusses, mit dem die Kommission eingesetzt wurde, zu Gehör bringen. Ich zitiere: Wer mit den Mitteln der Demokratie demokratische Grundwerte wie Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit diskreditiert werden und damit mittelfristig Demokratie selbst in Gefahr gerät, wird sichtbar, wie fragil, voraussetzungsreich und wenig selbstverständlich die demokratischen Errungenschaften
auch nach 72 Jahren demokratischer Landesgeschichte Nordrhein-Westfalens sind, meine Damen und Herren. Liebe scheindemokratische Fraktionen, Demokratie geht anders. Leider hat der Bürger für diese Kommission knapp 1,5 Millionen Euro ausgegeben. Vielen Dank.